Und das ist der Michael Phelps, wieder mit der Druckbeschallung, harter Rap, um sich in die richtige Wettkampfstimmung zu bringen. Und ich muss gestehen, Tom, wenn ich ganz ehrlich bin, das sind die Tage, auf die man sich als Reporter freut, auf die man so richtig mit feuchten Händen hinarbeitet. Man kann es nicht anders sagen, und doch schauen wir zunächst mal auf die 8, die hier schwimmen, also auch auf die 6 anderen. Kenrick Monk, die Australier im Neuaufbau für London 2012. Das ist Sho Uchida, der Japaner mit der starken letzten Bahn. Und dann kommt er auf Bahn 3, Michael Phelps, der Mann, der Herausforderungen liebt. Heute hat er eine, und die ist 1,92 Meter groß und kommt aus Halle. Paul Biedermann, Ian Forbes, Weltrekord hat er geknackt, über 400 Meter. Schafft er jetzt das Schwimmwunder und schlägt auch Michael Phelps. Es wäre kaum zu glauben. Danila Isotov, ein Russe, der schnell vergessen werden könnte. Ein Riesentalent mit bloßem Oberkörper. Eine der schnellsten Zeiten geschwommen. Er kommt für eine Medaille in Frage. Wie auch Nikita Lobintsev, 3 Jahre älter. Die beiden haben etwa gleichzeitig, sein Landsmann, den Durchbruch in die Weltelite geschafft. Und dann haben wir noch 2 Außenseiter. Sebastian Verschuren aus den Niederlanden, der holländische Meister in Topform, hat seine Bestzeit hier um 2,5 Sekunden gesteigert. Und Jean Basson aus Südafrika, den dürfen wir nicht vergessen, weil der war im letzten Jahr bei Olympia schneller sogar als der Paul. Und jetzt schauen wir auf Paul Biedermann, der sich nochmal einen Psychokniff motiviert auf die Brust schlägt. Beide haben in Peking, sind sie von Welten getrennt worden. Das ist der Trainer Frank Embacher. Er weiß, das ist nicht mehr so. Die beiden sind auf Augenhöhe, zum ersten Mal nebeneinander. Und wie sagt der Trainer von Michael Phelps, Bob Bowman, je größer der Druck, desto besser der Phelps. Biedermann also gleich auf der Bahn 4 von oben, eine Bahn darüber, Michael Phelps. Besserer Start für Michael Phelps auf den ersten Metern, deutlich schnellere Reaktionszeit. Und jetzt kommt es drauf an, der Paul, der darf ihn nicht weglassen, den Michael Phelps. Die Taktik ist klar, von Beginn an Druck machen. Auf der oberen gelben Bahn, sagen wir es nochmal, das ist Biedermann. Mit der schwarzen Kappe darüber ist Phelps, und Biedermann knapp vorn nach 50 Metern. 24, 23, knapp unter der Durchgangszeit beim Weltrekord. Jetzt von oben schön zu sehen, bei der Wende hat Phelps wieder gut gemacht. Das ist seine große Stärke. Da nimmt er den Paul Biedermann in der Regel eine halbe Sekunde ab. Und die muss der Paul Biedermann dann im Wasser wieder wegmachen. Sieht sehr gut aus. Er wollte das Rennen von vorne schwimmen, Paul Biedermann. Und er schwimmt dieses Rennen von vorne. Und jetzt kommt die wichtigste Phase für Paul Biedermann. Noch ein paar Meter, dann ist die Renntaktik klar. Jetzt attackieren, und er gibt Gas. Er versucht, Phelps abzuschütteln. Er möchte nicht, dass Michael Phelps aus der Wand als Erster kommt. Er will jetzt Distanz zwischen sich und den Superstar legen. Und das gelingt ihm. Phelps versucht verzweifelt dran zu bleiben. Jetzt die letzte Wende. Vorne der Deutsche, Paul Biedermann. 1:16:30. Richtig schnell. Aber Phelps hat Boden gut gemacht nach der Wende. Aber reicht das? Biedermann in seinem Wunderanzug. Und Phelps ist noch dran, aber Biedermann kann dieses Rennen gewinnen. Und es sieht so aus, als würde er es gewinnen. Michael Phelps ist geschlagen. Paul Biedermann wird der Weltmeister, schlägt den Superstar von Peking. Und das klar. Isotov für Dritter. Phelps holt Silber. Weltrekord. 1:42:0. Und Britta Steffen hier unten applaudiert zu Recht. Was für eine Fabelzeit. Er hat Ian Forbes deklassiert, dessen Rekord geknackt. Er hat Michael Phelps Weltrekord geknackt. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ich hoffe mal, dass es wirklich nur am Wunderanzug liegt und an seiner schwimmerischen Weiterentwicklung. Aber das sind Zeiten, bei denen man natürlich nachdenklich wird. Aber es war ein klasse Rennen. Ein klasse Rennen, und es ist ein historischer Moment. Das hier ist der Dritte, das ist Danila Isotov, der gratuliert. Ein historischer Moment. Es ist die erste Niederlage von Michael Phelps auf dieser Strecke seit 5 Jahren, seit den Olympischen Spielen in Athen. Michael Phelps geschlagen,
nicht ganz in die Nähe gekommen seines eigenen Weltrekordes. Den wollte er unterbieten. 1,42,96 war der. Er ist nicht so gut drauf wie in Peking, aber dieser Mann, Paul Biedermann, unschlagbar. Erst die 400 gewonnen. Aber hier hatte er einen Gegner. Und schauen Sie auf diese Bilder mit seinem Trainer Embacher. Jetzt zahlt sich die ganze harte Arbeit aus. Lutz Buschko, das Abklatschen. Das ist ja kein leichter Job, Mittelstreckler zu sein. Dieses Kacheln zählen über Jahre hinweg. Und ihm hat ja noch Trainingszeit gefehlt. Paul Biedermann, einer der den deutschen Schwimmsport auch ohne diesen traumhaft schnellen Anzug auf Jahre bestimmen und in der Weltspitze etablieren kann. Ein legitimer Nachfolger von Michael Groß. Der war zweimal Weltmeister auf dieser Strecke, zuletzt 1986. Und jetzt gibt es wieder einen Weltmeister aus Deutschland auf dieser Königsdisziplin, 200 Meter Freistil, Paul Biedermann aus Halle. Und das die